Treffpunkt Hermannplatz. Dorthin zog es auch viele Menschen am Nachmittag. Aus Angst, dass sie ihr Wohnzimmer verlieren könnten. Durch Modernisierung und Luxussanierung, durch Mietererhöhung und Verdrängung. Ein Kiez erhebt sich unter der Losung, wir bleiben alle. Christian Tietze über Teilnehmer der Demo, die von Kündigung und Zwangsräumung betroffen sind. Sie haben genug. Gegen steigende Mieten und Verdrängung protestieren am Nachmittag einige hundert Demonstranten. Darunter auch Menschen, die konkret von starken Mieterhöhungen und Verdrängung bedroht sind. Zum Beispiel der Verein Almende, der hauptsächlich aus Migranten besteht und sich für Flüchtlinge und gegen Rassismus engagiert. Kurz vor Beginn der Demo, der Verein bei den letzten Vorbereitungen. Die Räumlichkeiten am Cottbuser Damm sind gekündigt. Dagegen will Almende sich wehren. Unser Vertrag endete 2013 und der Eigentümer will auf einmal uns nicht mehr haben, ohne Begründung. Und er behauptet, dass er einen neuen Mieter hat, von dem er anscheinend viel mehr bekommen wird. Und es kam zu einer Räumungsklage und das Gericht hat entschieden, dass wir hier geräumt werden, was wir nicht einsehen. In zwei Wochen soll zwangsgeräumt werden. Deshalb ist die Stimmung gedrückt. Schon seit Jahren beobachten die Mitglieder Verdrängungsprozesse in Kreuzberg und Neukölln. Immer wieder haben sie Menschen unterstützt, die selbst von Räumung betroffen waren. Es macht traurig, macht aber auch wütend, weil wir das jetzt schon seit Jahren sehen, dass Einzelfamilien und Vereine einfach verdrängt werden. Und man sich Einzelpersonen oder Familien meistens gar nicht ohne Hilfe von Initiativen dagegen wehren, weil sie einfach Angst haben und verzweifelt sind und denken, dass sie gar keine Chancen haben. Und wir wollen auch noch mal als Verein zeigen, dass sie uns als Verein hier nicht verdrängen können, dass wir nicht nur für uns selber kämpfen, sondern auch für den kompletten Kiez, in dem wir sind. Auch andere Demonstranten sind konkret betroffen. Die Neuköllner Friedelstraße 54 soll saniert werden. Dadurch werden sich auch die Mieten erhöhen. Also ich komme auf 40% Mieterhöhung, andere haben 70% ausgerechnet. Und das betrifft nur die Fassadenarbeiten, die stattfinden sollen. Und später sollen natürlich dann auch, was zu erwarten ist, Bäder eingebaut werden oder Heizungen eingebaut werden in manchen Wohnungen. Und dann sind Mieterhöhungen zu erwarten, die dann vielleicht noch über 40%, 50%, 60% liegen. Ja. Der Demonstrationszug kommt später an dem Haus in der Neuköllner Friedelstraße vorbei. Die Angst vor weiteren Mietsteigerungen und Verdrängung wird die Menschen gerade in Kreuzberg und Neukölln wohl auch weiter stark beschäftigen.